So, jetzt wird es erstmal wieder interessanter. Jetzt reden wir über den Erwartungswert, den Mittelwert und den Schwerpunkt der Kurve, unter dem sich hoffentlich alle was drunter vorstellen können. Lasst uns erstmal mit dem Erwartungswert anfangen. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen Würfel. Jetzt mal so ganz theoretisch. Dann hat dieser Würfel sechs Seiten. Ich mach mal hier so eine 6 rein. Sechs Seiten. Und die Wahrscheinlichkeitslehre sagt uns dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf eine dieser Seiten kommen, ein Sechstel beträgt. Da kommt kein Gleichheitszeichen hin. Ich hoffe, das sollte soweit noch alles klar sein. Wir können da jetzt mal einen Graph zumachen. Damit das ein bisschen einfacher ist, habe ich den nicht jetzt per Hand gezeichnet. Wir sehen hier schon, ich habe ein Sechstel eingezeichnet und wir haben jetzt hier, ich habe die Würfel, Augenzahlen mal unten hingeschrieben. Und jetzt wollen wir hier Balken malen zu der Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Würfel zum Beispiel eine 3, eine 5, eine 7 oder was auch immer würfeln würde. Und das sieht dann nachher so aus. Und das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn wir jetzt einmal würfeln, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel, dass wir eine 1 würfeln, von 1 Sechstel, dass wir eine 2 würfeln, von 1 Sechstel, dass wir eine 3 würfeln und so weiter. Also für jedes dieser Dinger haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel. Was natürlich jeder von euch weiß, ist, dass wenn man jetzt diese ganzen 1 Sechstel zusammenzählt, haben wir 6 Sechstel. Das heißt, die Chance, dass wir irgendwas auf dem Würfel würfeln, ist 100%. So, und der Erwartungswert ist jetzt so eine Art Mittelwert davon. Oder beziehungsweise ist eigentlich logisch gesehen erstmal dasselbe. Und das heißt, der ist ungefähr hier. Denn das ist das Mittel. Dann sind auf der rechten Seite, dieser Teil ist genauso gleich groß wie dieser Teil hier. Und das ist auch der Grund, weshalb hier noch der Schwerpunkt der Kurve ist, weil, ich mache das jetzt nochmal ein bisschen gerader hier, wenn man jetzt hier ausschneiden würde, genau dieses Teil, jetzt mal abgesehen davon, dass hier natürlich noch die weißen Teile dabei sind, und den Teil hier ausschneiden würde, dann würde man genau da, wo der Erwartungswert bzw. der Mittelwert ist, könnte man da ein Lineal drauflegen, wenn man das natürlich jetzt in echt aufs Papier ausschneiden würde, und dann würde das auch so halten und dann würde es nicht umkippen. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Erwartungswert und Mittelwert? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir holen uns einfach nochmal genau dasselbe Diagramm. So, wir haben jetzt eben gesagt, wenn wir jetzt mit dem Würfel würfeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, dass wir eine 1 würfeln und ein Sechstel, dass wir eine 2 würfeln und ein Sechstel, dass wir eine 3 würfeln. Jetzt ist es aber so, das ist ja gar nicht immer so verteilt, sondern es kann ja sein, dass ich 10-mal würfle und zufällig 10-mal eine 1 würfle. Das heißt, wenn hier jetzt ein Sechstel ist, boah, das wird ein sehr hoher Graph. Sagen wir, ich würfel 10 Mal, dann wird hier oben, dann geht das ungefähr so. Und ja, die anderen haben vielleicht nichts. Also das geht hier oben bis zur 1. Ich mache hier mal eine 1 hin. Der Graph geht weiter nach unten. So, das ist natürlich jetzt ein Extremfall. Wir wollen mal ein bisschen was Realistischeres machen. Sagen wir, ich habe so und so viel Prozent mal die 1, so und so viel Prozent mal die 2. So, sagen wir, das ist meine Verteilung. Also, wenn ich jetzt real gewürfelt habe, ich habe den echten Test gemacht, dann habe ich in so und so viel Prozent der Fälle eine 4 gewürfelt und in so und so viel Prozent der Fälle eine 1 gewürfelt und in so und so viel Prozent eine 6 gewürfelt. Weil es ist ja so eine Zufallszahl, da kann ja alles rauskommen. Man muss ja nicht, das hier auf der linken Seite ist ja theoretisch, aber praktisch sieht es ja immer so aus. Würfelt ja nicht jeder eine 6 immer oder beim jeden sechsten Mal eine 6. Das zusammen ergibt natürlich immer noch 1. Also dieses Ding hier und dieses und dieses und dieses. Alles zusammen ergibt natürlich immer noch 1, weil die Wahrscheinlichkeit auch in der Realität, wenn ich einen Würfel würfel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendeine Zahl würfel, 100%. So, jetzt gibt es natürlich hier auf der rechten Seite auch irgendwie einen Erwartungswert, den man ausrechnen kann. Ich habe es jetzt blöd gezeichnet. Keine Ahnung, wo der jetzt liegt. Vielleicht hier ungefähr, so ein bisschen neben der 3. So. Weil die 3, die 2 und die 1 sind natürlich relativ groß, größer als die 4, die 5 und die 6. So gut, was sehen wir jetzt? Hier ist auf jeden Fall die 3,5, um das mal hier zahlentechnisch zu benennen. Das ist genau zwischen der 3 und der 4. Und hier liegt jetzt dieser komische Wert, der Schwerpunkt der Kurve, ein bisschen weiter links. Wenn ich jetzt nochmal einen Test machen würde, sagen wir, hier habe ich getestet mit 100 Würfeln. 100 Würfeln. So, wenn ich jetzt nochmal einen Test machen würde, dann könnte es ja sein, dass ich diesen Mittelwert, diesen Schwerpunkt der Kurve ganz woanders kriege. So, ohne jetzt alles aufzuzeichnen, es könnte ja sein, dass der Mittelwert hier liegt. Und dann mache ich noch einen Test und dann liegt der Mittelwert hier. Und dann mache ich noch einen Test und dann liegt er hier. Also das sind ja hier ganz viele verschiedene. Wenn ich jetzt aber theoretisch bin, dann ist der Mittelwert immer 3,5, der wird sich niemals ändern. Und genau das ist der einzigste Unterschied zwischen dem Erwartungswert und dem Mittelwert. Technisch beschreiben sie eindeutig genau dasselbe. Du hast irgendwie deinen Graph und der zeigt dir den Schwerpunkt. Aber der Erwartungswert ist das, was theoretisch vorhanden ist. Und der Mittelwert ist das, was beim praktischen Experiment, wenn du es wirklich getestet hast, was dann rauskommt. Und deswegen heißt der auch der Erwartungswert. Boah, das habe ich jetzt durchgestrichen. Weil
du erwartest diesen Wert. Es ist nicht so, dass es wirklich rauskommt nachher, aber das ist der Wert, der nachher erwartet wird. Ja, und das ist der Unterschied.